ganz offiziell. Und ich begrüße euch damit auch ganz offiziell herzlich zu unserer Masterclass. Ich nehme mal an, ihr seid mit Zoom inzwischen alle halbwegs vertraut. Ihr könnt oben, wenn ihr ganz rechts oben die Ecke anklickt, auf Ansicht gehen und euch aussuchen, ob ihr entweder alle Teilnehmerinnen, großes I, sehen möchtet, die gerade da sind, oder ob ihr auf Sprecheransicht gehen möchtet. Da muss man dann aufpassen, dass niemand gerade sein Mikro angeschaltet hat oder mit dabei ist. Denn wenn ihr das Mikro anschaltet, geltet ihr als Sprecher oder Sprecherin. Das heißt, ich würde euch ersuchen, alle nochmal zu kontrollieren, dass eure Mikros aus sind. Das erspart uns auch diverse unerwünschte Nebengeräusche im Hintergrund, wenn zum Beispiel ein Hund bellt oder Kinder reinkommen oder irgendwelche anderen Menschen was von euch wollen oder Lärm machen. So, das war jetzt von meiner Seite. Soweit ich sehen kann, haben alle das Mikro aus. Ich kann allerdings nicht alle sehen. Es sind jetzt schon 80 Menschen hier, was mich sehr, sehr freut, weil es das Interesse am Thema bestätigt, was aber auch heißt, ich habe einfach überhaupt nicht mehr alle am Schirm. Genauso wenig wie ihr alle euch gleichzeitig sehen könnt, da müsste man schon weiterschauen. Und dann sieht man viele schwarze Felder mit vielen Namen, was ich ja toll finde, aber einen Überblick habe ich daher nicht. Das heißt, ganz konkret, später dann für die Diskussion, wenn ihr euch zu Wort melden wollt, bitte unbedingt im Chat entweder gleich direkt eure Frage eingeben oder aber dann dort eine Wortmeldung, wenn ihr euch live zuschalten wolltet. Ich bin jetzt nur mal ganz kurz irritiert, weil Franzi gerade schreibt, sie hat zwar ein Bild, aber keinen Ton. Ich hoffe, alle anderen hören mich aber weiterhin noch. Ist das okay? Hört ihr mich noch? Ja, gut. Herzlichen Dank, Susanne. Dich habe ich jetzt als Erste gesehen. Gut. Alles gut, sagen auch mehrere im Chat. Gut, super. Dankeschön. Ich entspanne mich gleich wieder. Gut. Irgendjemand hat gerade das Mikro offen. Seid bitte so nett und macht es wieder zu. Da gab es Hintergrundgeräusche, damit ich dann nämlich ganz offiziell auch inhaltlich loslegen kann. Unser Inhalt ist ja die Frage, wie Beschäftigung und Beziehung zusammenhängen und einander beeinflussen, jetzt mal so ganz wesentlich. Und ich habe lange überlegt, muss ich gestehen, ob ich das Auslastung oder Beschäftigung nenne und mich ganz absichtlich für Beschäftigung entschieden, weil es ein breiterer Begriff ist. Denn natürlich machen wir mehr mit dem Hund im Lauf seines Lebens beziehungsweise im Lauf des Tages, als uns nur um die Auslastung zu kümmern, auch wenn die für viele von uns mehr im Vordergrund steht. Die Qualität der Beziehung, die zwischen dem Hund und dem Menschen besteht, hängt aber von mehreren Faktoren und natürlich nicht nur von der Auslastung ab. Das heißt, Beschäftigung ist ein für mich wesentlich umfassenderer Begriff. Und ich würde euch gerne heute zuerst ein bisschen erläutern, was ich unter Beschäftigung verstehe und was dabei jeweils zu beachten ist, wo sozusagen die kleinen Hürden liegen könnten, über die wir manchmal stolpern. Und ich würde euch vor allem gerne heute die drei Phasen im Zusammenleben mit dem Hund vorstellen, die ich aus meiner praktischen Arbeit in den letzten 15 Jahren oder so immer wieder auffinde und wo es je nach Phase unterschiedliche Schwerpunkte gibt, auf die man achten muss, damit die Beziehung nicht leidet. Denn wir haben ja immer die besten Absichten, eh klar. Und je engagierter die Hundemenschen sind, und da erzähle ich euch jetzt einfach mal pauschal dazu, desto eher passieren uns da bestimmte Hoppalas, würde ich mal sagen. Fehler ist vielleicht ein zu hartes Wort, aber es passieren uns bestimmte Dinge, die überhaupt nicht unsere Absicht sind, die zu Lasten der Beziehung gehen, obwohl wir doch gerade auf eine gute, auf eine vertrauensvolle, auf eine innige Beziehung mit dem Hund Wert legen. Und was ich gerade bei Hundehaltern erlebe, die jetzt vielleicht das erste Mal einen Hund haben oder das erste Mal sich auf diese Art des Umgangs mit dem Hund einlassen, ist, dass man oft gar noch nicht weiß, was da alles möglich wäre in der Beziehung. Woher soll man es denn auch wissen? Wenn, es ging mir ja auch nicht anders.
Ich habe das Zusammenleben mit meiner ersten Hündin damals schon großartig gefunden, weil es im Vergleich zu dem, was ich aus meiner Kindheit und Jugend kannte, 1001 war. Da waren die Hofhunde vom Dorf und die Leinenruck-Methodenerziehungen und was es da halt so alles gab, da kam mir das schon toll vor. Erst heute weiß ich, was dann noch alles gegangen wäre, weil ich halt sehr viel mehr Erfahrung und Wissen und Ausbildungen habe. Daher würde ich euch mal einladen, vorweg mit relativ offener Einstellung immer auch an die Frage Beziehung ranzugehen. Denn ich merke das bei mir selber, bei anderen oft so, dass man sagt, ja, unsere Beziehung passt, super. Ich liebe meinen Hund, mein Hund liebt mich, alles fertig. Ja? Was zu einer Beziehung noch mehr gehört, wissen wir natürlich aus dem Humanbereich, ist uns vermutlich auch irgendwo so halbbewusst in puncto Hunde, dass wir was dafür tun können oder aber, was viel spannender manchmal ist, auch was lassen können von den Dingen, die wir so machen, haben wir meistens nicht so präsent. In Sachen Hund haben wir ja immer ganz viele Aufgaben in der Hundeerziehung, aber weniger Übungen für die Beziehung. Dabei hängen die beiden Dinge untrennbar zusammen. Das heißt, überlegt euch mal, dass die Beziehung, die ihr zu eurem Hund oder euren Hunden, wenn ihr mehrere habt, jetzt habt, noch besser werden könnte vielleicht. Und probiert es einfach aus, was da noch drinnen ist. Es geht nämlich erfahrungsgemäß immer noch ein bisschen mehr. Das ist ja das Tolle am Zusammenleben mit Hunden. Man ist nie fertig, man hat nie ausgelernt. Es ist nie das Ende der Fahnenstange erreicht, sondern es geht immer irgendwie noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen besser, noch ein bisschen inniger mit dem Hund. Das waren jetzt mal meine Vorbemerkungen. Ich würde euch jetzt gerne nur ganz kurz, wenn ich das technisch hinkriege, so ein paar grafische Darstellungen zu diesem Thema Beschäftigung und drei Phasen zeigen. Ich habe jetzt keine große Folienpräsentation vorbereitet, weil es mir mehr um die Interaktion mit euch geht und ich einen kurzen Input nur geben möchte. Die versuche ich jetzt aber mal zu starten. Schauen wir mal, ob das geht. Bildschirm freigeben wäre das. Das hätte ich gerne. So. Und dann hätten wir noch gerne das schön auf Bildschirmpräsentation. Okay, das heißt, ihr müsstet das jetzt hübsch sehen. Das Thema Beschäftigung ist, wie gesagt, mehr als nur das, was für die Auslastung des Hundes getan wird. Und da fallen nämlich runter Dinge wie hier im Überblick, das wollte ich nur einfach mal grafisch so in den Raum stellen, alles, was wir an Grunderziehung oder auch an weiterlaufenden erzieherischen Bemühungen mit dem Hund unternehmen, bis hin jetzt auch zu Hundesport, wenn ihr in die Hundeschule geht oder mit einem Hundetrainer, einer Hundetrainerin arbeitet. Also der gesamte Komplex Erziehung ist da drinnen. Das ist jener, der auch am stärksten belastend auf die Beziehung wirken kann. Denn bei der Erziehung haben wir ja oft noch so Ansprüche, Intus von der Hund hat zu gehorchen, der Hund muss immer funktionieren und wir müssen uns durchsetzen und wir dürfen uns nicht auf der Nase rumtanzen lassen und was immer alles ihr da so vielleicht im Hinterkopf oder aus eurem Umfeld immer wieder zu hören kriegt. Und natürlich geht das zulasten der Beziehung. Also der große Brocken Erziehung, auf den komme ich dann auch noch genauer zu sprechen. Dann haben wir alles, wo die direkte Auslastung drinnen ist. Also da, wo wir sagen, wir machen mit dem Hund Nasenarbeit, Denkspiele, Erkundungsspaziergänge, Neues kennenlernen, Tricktraining, die diversen Spaßsportarten und was da für euren Hund jeweils dazu hineinfällt. Auch da kann es sein, dass die Beziehung nicht nur gefördert wird, die wird gefördert, wenn der Hund das als angenehm und spaßig und entspannt und was Positives, Feines wahrnimmt, was er mit seinen Menschen gemeinsam macht. Wenn da zu viel Druck und Ehrgeiz entsteht, ist das natürlich kontraproduktiv auf die Beziehung. Auch das gehe ich dann auch noch genauer an. Dann nicht zu vergessen, der tägliche Spaziergang oder die täglichen Spaziergänge, wenn ihr öfter mal unterwegs seid, zählen da auch rein in der Beschäftigung. Und da gibt es eine ganze Bandbreite, wie so Spaziergänge ablaufen können. Wir stellen uns das immer so ganz banal vor. Ja, man geht halt mit dem Hund spazieren. Und ich kenne da vom Extremfall, wo Hund und Mensch vollkommen losgelöst voneinander halt gleichzeitig durch dieselbe Landschaft laufen.
eventuell mit einer Schleppleine oder Leine dran oder einfach im Freilauf, aber sie tun nichts miteinander. Als ein Extrem alles bis hin zum Gegenteil, wo der Hund kaum eine freie Minute hat beim Spaziergang, weil dauernd mit ihm was geübt wird, er gerufen wird, er hören soll, eine dauernde Interaktion mit dem Menschen läuft, was vielleicht auch ein bisschen extrem ist und was ich nachvollziehen könnte, dass dann auch ein Hund mal nervig findet. Und dann habe ich nochmal extra genommen die Übungen, die man so im Alltag oder im Zusammenleben mit dem Hund macht, einfach mal dran sitzen und bleiben, fordern oder dort eine Hundebegegnung bewältigen oder da ganz absichtlich irgendwas wie Fußgehen üben, was man halt sonst so in der Erziehung schon mal erarbeitet hat. Das vergessen wir gerne, dass das natürlich auch mit hineinspielt dafür, wie die Beziehung sich zwischen Hund und Mensch entwickelt. Bei allem, was ich da jetzt gesagt habe, sind drei Fragen relevant und vielleicht wollt ihr euch die irgendwie so notieren oder ich schicke euch diese paar Folien nachher mit der Info für morgen und übermorgen aus. Nämlich erstens mal, was genau mache ich? Und da haben ja, hoffe ich, die meisten von euch schon das Arbeitsblatt sich mal vorgeknöpft, das ich euch mit ausgeschickt hatte und einen Überblick gewonnen darüber, was ihr macht und ob das mehr den Interessen des Hundes oder euren Interessen dient. Dabei kommt es ganz zentral darauf an, wie das gemacht wird. Also ich kann Grunderziehung so machen, dass der Hund mit Spaß und Begeisterung dabei ist und mich als Menschen als einen direkten Belohnungsfaktor erlebt. Damit meine ich, dass die Interaktion mit mir als Mensch für den Hund schon so was Angenehmes ist, dass das allein schon belohnend ist. Ja, also Liebe und Bindung haben da irgendwie gar nichts drin verloren in der Erziehung. Die sind Grundlage, aber wie angenehm eine Tätigkeit ist, entscheidet darüber, wie sich das dann auf die Beziehung auswirkt. Könnt ihr ja auch für euch vorstellen, wenn ihr euch daran zurückerinnert, wenn ihr irgendeinen Ausflug gemacht habt oder wenn es einen Kurs gab oder ein Seminar, an dem ihr teilgenommen habt, die Art und Weise, wie dann dort der zentrale Mensch mit euch umging, ob das so einer war, der von oben herab sagt, ja, jetzt mach das, da, oder jemand, der freundlich angeleitet hat, ob es teamorientiert war, prägt natürlich ganz entscheidend, wie viel Spaß man dran hat und wie gerne man das wieder machen möchte. Und neben dem Was und dem Wie ist die Frage dann noch die des Wie viel. Und da kann man fast immer sagen, weniger ist mehr. Gerade engagierte Hundemenschen neigen insbesondere in den ersten Lebensjahren des Hundes dazu, zu viel zu machen mit dem Hund oder zu viel vom Verkehrten und zu wenig vom Notwendigen. Das kommt daher, dass wir immer so unser Bemühen im Mittelpunkt haben. Wir wollen es richtig machen, wir wollen dem Hund gerecht werden, wir wollen die idealen Hundemenschen sein. Und das erzeugt so einen leichten inneren Druck, der in unserer Gesellschaft außerdem weit verbreitet ist. Immer das Gefühl, nicht genug zu tun, nicht gut genug zu sein, nicht ausreichend zu machen. Und beim Hund heißt es dann, dass wir oft zu viel machen, weil wir das Gefühl haben, ja, der ist eh den ganzen Tag zu Hause, während wir selber auf Job sind oder beschäftigt sind mit anderen Dingen. Also müssen wir dann das kompensieren, das schlechte Gewissen, das dadurch entsteht bei uns, indem wir extra viel machen. Das ist jedenfalls auch schlecht für die Beziehung. Denn wenn ihr euch vorstellt, ihr lebt mit jemandem zusammen, der euch nie in Ruhe lässt, der euch nie die Ruhe, die ihr braucht, gönnt, also der euch nicht eure Nachtruhe und zwischendurch mal eine Erholungspause gönnt, sondern immer sagt, komm, wir machen, dann ist das natürlich anstrengend und niemand, mit dem man gerne zusammenlebt. Da die Hunde so viel Schlaf- und Ruhephasen brauchen pro Tag, ist das natürlich schnell mal erreicht. Wenn ich mit dem Hund mehr als 3-4 Stunden am Tag was machen möchte, ist das vielleicht schon zu viel, weil er hat ja seine Wachphasen und seine Aktivphasen von maximal 4-6 Stunden pro Tag. Also diese drei Fragen haltet ihr euch bitte vor Augen. Und dann komme ich noch zu einem kurzen Überblick über die drei Phasen. Das zeige ich euch jetzt auch nur kurz als Folie, bevor ich dann die Präsentation wieder wegschalte, damit ich nämlich dann wieder den Chat mit euch mitverfolgen kann. Die drei Phasen, die es so ganz grob gibt, das könnte man natürlich unterteilen, aber das sollte jetzt mal reichen, ist die erste Phase, wo der Hund neu bei uns ist. Ob das ein Welpe ist, der noch nichts kann, ob es ein Hund ist, der aus dem Tierschutz kommt und auch nicht viel kann, ob es ein Hund ist, den wir als Erwachsener übernommen haben, der schon mit einer gewissen Grunderziehung kommt,
aber erst die Regeln fürs Zusammenleben in unserem Haushalt lernen muss, ist dabei gar nicht so wichtig. Aber in der ersten Phase steht üblicherweise die Erziehung im Mittelpunkt. Und mit Erziehung meine ich einfach das Vermitteln der Spielregeln, mit denen wir es zu tun haben. Das Kennenlernen voneinander und für den Hund auch das Kennenlernen der ganzen neuen Welt, in die er da jetzt geraten ist. Und das kann schon ganz schön viel sein, wenn diese Welt sich sehr deutlich unterscheidet von der, die er bis jetzt kannte. Das ist natürlich weniger, wenn der Hund vom Nachbarshaus zu mir übersiedelt, weil die ihn nicht weiter behalten können. Und im Prinzip hat er zwar neue Menschen und ein neues Haus, aber nicht alles andere neu. Und es kann sein, dass ein Hund aus dem Tierschutz kommt, irgendwo aus dem Süden oder irgendwo in einer Scheune abgeschieden im Wald aufgewachsen ist und jetzt lebt er plötzlich am Rand der Großstadt bei mir in einer vollkommen anderen Welt für ihn. Diese erste Phase ist die, wo wir Menschen meistens versucht sind, viel mit dem Hund zu machen, wo wir ja auch mit der größten Begeisterung am Neuen dran sind, wo der Hund aber von sich aus ohnehin schon am meisten zu tun hat. Das heißt, die Phase 1 ist diejenige, wo der Mensch sich eigentlich zurücknehmen muss und schauen muss, dass er den Schwerpunkt auf die wirklich notwendigen Dinge legt und wo die Auslastung im Kopf, also die geistige Beschäftigung, jetzt noch gar nicht so das große Thema ist, weil der Hund ja sowieso sehr viel Neues gerade zu verarbeiten hat. Es kann sein, dass die Phase 1 schon schleichend übergeht und reinrutscht in die Phase 2. Phase 2 ist diejenige, die daran anschließt und wo also die Grunderziehung im Wesentlichen gelaufen ist und wo wir jetzt entweder dastehen und sagen, gewisse Probleme haben sich aber eingeschlichen oder hat der Hund mitgebracht, zum Beispiel, dass er bei Hundebegegnungen laut wird oder aber wir haben ein Stressthema oder es gibt keine größeren Probleme dieser Art. Wir möchten aber im Training weiterkommen und Spezialdisziplinen uns erarbeiten, vielleicht im Hundesport tätig sein, wenn das jemand möchte oder irgendwas Spezifischeres. Das ist die Phase, wo die Auslastung aus zwei Gründen im Vordergrund steht. Einerseits, weil überall dort, wo Probleme oder eine Stressthematik besteht, der Hund als Ausgleich geistige Auslastung fast immer braucht. Das heißt, man müsste alles zurückschrauben, was belastend ist und schauen, dass der Hund mehr geistige Auslastung bekommt. Und das ist oft die Phase, wo viele Menschen anfangen, sich aktiv damit zu beschäftigen, wie man den Hund denn im Kopf müde bekommen kann. Oder aber der Hund geht in irgendeine Spezialdisziplin und macht, ich weiß nicht, eine Ausbildung zum Rettungshund, dann ist natürlich die Beschäftigung damit und die Auslastung, die darin enthalten ist, ebenfalls im Vordergrund. Sehr gerne bleibt der Fokus auf die Auslastung dann aber in dieser Phase 2. Phase 2 würde ich jetzt mal sagen, da ist dann, wenn ich den Hund als Welpen übernommen habe, der Hund irgendwie so 3-4 Jahre alt. Und irgendwann geraten wir dann in die Phase 3, die kann auch früher kommen, die kann auch später kommen, aber wo ein Normalbetrieb sich eingestellt hat. Das heißt, Phase 3 ist das, wo wir unsere Routine haben, wo der Alltag funktioniert, wo das Zusammenleben mit dem Hund funktioniert, wo er natürlich auch nicht mehr so neu und aufregend ist und daher unsere Aufmerksamkeit für den Hund nicht mehr so groß ist und er eh schon so mitläuft im Alltag. Und die größte Gefahr in dieser Phase ist, dass tatsächlich der Hund zu kurz kommt. In Phase 1 und 2 ist es meistens nicht das Problem, dass der Hund zu kurz käme, sondern dass die falschen Schwerpunkte gesetzt werden, dass man zu viel macht oder das Verkehrte macht. In der Phase 3, gerade bei denen, wo davor alles gut erarbeitet wurde, läuft man am ehesten Gefahr, dass man jetzt sagt, ja, okay, der Hund ist jetzt nicht auffällig, der verlangt jetzt nicht extra irgendwie Beschäftigung, weil er Probleme machen würde oder unausgelastet ist und dauernd auf der Matte steht, sondern es geht alles seinen gewohnten guten Gang. Und da kann schon passieren, dass man dann ein bisschen schlampig wird, dass die Auslastung sich auf ein paar Schnüffelspiele beim Spazierengehen beschäftigt. Üben muss man ja nicht mehr großartig, weil alles Wichtige kann der Hund schon. Ja, und so läuft das dann dahin. Das war übrigens auch der Grund, weil ich das ja auch von mir selber kenne, ganz ehrlich gestanden, dass ich das Programm Dream Teams erarbeitet habe, bei dem ja einige von euch dabei sind. Denn natürlich ist das Handicap, dass ein Hund, der in dieser Phase 3 steht, schon alles Mögliche kennt und kann.
Und als geistige Auslastung gibt es ja immer nur Dinge, die entweder anspruchsvoll genug sind, das heißt, wo der Schwierigkeitsgrad immer weiter steigt, oder aber die neu sind. Und dauernd neue Ideen zu haben, ist halt nicht ganz so einfach oder ist nicht allen, für alle Menschen gleich leicht. Und deswegen habe ich mit den Dream Teams ein Programm gemacht, wo man jede Woche einfach eine neue Idee, eine neue Anregung, eine neue Aufgabe bekommt, um dieser Routine, die ein bisschen öde werden kann im Normalbetrieb, entgegenzuwirken. So, das war jetzt mal nur kurz diese paar Bilder, die ich euch zeigen wollte. Jetzt nochmal, Gabriele schreibt schon, das Dreamteam ist super. Dankeschön. Nochmal kurz auf die Chancen und auf die Risiken dieser drei Phasen möchte ich eingehen. Bevor ich das mache, aber erstens eine Beantwortung auf der Frage von der Barbara, die gefragt hat, bekommen wir die Präsentation im Nachhinein? Ich schicke euch diese paar Folien, die ich gerade hergezeigt hatte, als PDF mit bei der Information und der Einladung für den morgigen zweiten Teil von der Masterclass. Die Videoaufzeichnung gibt es in der Facebook-Gruppe, wenn die Technik funktioniert. Wenn sie nicht funktioniert, bleibt mir nichts anderes über, als nochmal extra eine Videoaufzeichnung zu bearbeiten und hochzuladen. Das würde ich mir ganz gerne, ehrlich gestanden, ersparen, wenn man da dann doch noch ein, zwei Stunden dranhängt. Das heißt, das gäbe es dann in der Facebook-Gruppe. Mich würde jetzt interessieren, bevor ich auf diese drei Phasen nochmal eingehe, so ganz kurz, warte mal, kann ich da eine Umfrage machen? Nee, kann ich nicht. Gebt nur in den Chat bitte kurz ein, in welcher Phase ihr euch selber gerade einordnen würdet mit eurem Hund oder mit dem von euren Hunden, wenn ihr mehr habt, der euch gerade am präsentesten ist für das heutige Thema. Phase 3, Phase 2, 2, 2. Also ich bin davon ausgegangen, dass viele mit Phase 2 da sein werden. Naturgemäß, wer macht denn Online-Kurse an sich? Aber es ist doch breiter gestreut als gedacht. Doch relativ viele in Phase 3. 1, 2, okay. Vielleicht mögt ihr euch noch kurz, wer mag, eingeben, deckt sich das, was ich gerade ausgeführt habe, auch mit eurem Erleben, dass man in der Phase 1 die Erziehung als Schwerpunkt hat, Phase 2 die Auslastung und Phase 3 eigentlich so ein bisschen in der Luft hängt mit dem, was mache ich jetzt noch Besonderes, deckt sich unbedingt, ja, okay. Okay, danke schön fürs Feedback. Dann gehe ich nochmal auf diese einzelnen Phasen ein. Phase 1 bin ich jetzt vielleicht nicht ganz so ausführlich, weil da nicht so viele da sind. Wenn es da extra Fragen gibt, schickt ihr mir die nachher bitte noch per Mail. Aber bei Phase 1 ist das größte Risiko, dass ich den Hund überfordere mit viel zu viel. Weil er muss sowieso sehr viele Dinge in seiner Umgebung kennenlernen und verarbeiten. Und meistens haben wir auch noch den Ehrgeiz, meistens unbewusst, dem Hund möglichst viel Neues zu zeigen. Weil so im Hintergrund wir vielleicht diese Listen mal gesehen haben, so elendslange Listen, was man mit dem neuen Hund alles unbedingt machen muss. Und einmal in den Supermarkt und einmal dorthin und einmal Bahn fahren und einmal Bus fahren und ewig. Ja? Da wird auch ein enormer Druck aufgebaut, zum Teil auch von Hundetrainern, den ich wirklich für schädlich halte. Also überlegt euch dabei wirklich immer das, was der Hund tatsächlich in dem Leben mit euch ungefähr brauchen wird. Und wenn er das einmal gemacht hat, okay. Und bestimmte Dinge wie Einkaufszentrum würde ich sowieso keinem Hund antun, schon gar nicht in der Eingewöhnungsphase. Und überlegt dabei auch, wo euer Schwerpunkt in der Erziehung ist und wie viel der Hund denn jeweils verkraften kann. Ich mache die Erfahrung, dass meistens, wenn ein neuer Hund einzieht, egal ob Welpe oder erwachsener Hund, die ersten paar Wochen noch relativ gut laufen. Natürlich mit der einen oder anderen kleineren Schwierigkeit beim Eingewöhnen vielleicht. Aber so nach einem Monat tauchen die ersten Schwierigkeiten auf. Nach 2 Monaten haben wir dann öfter mal ein größeres Stressproblem. Bei den Welpen hat man meistens diese Stresskrise rund um 5 Monate, selbst wenn die Menschen jetzt nicht viel verkehrt machen, also nicht den Hund permanent überall hin mitschleppen oder jeden Tag eine Stunde lang mit anderen Hunden spielen lassen, einfach weil die so viel zu verarbeiten hatten und weil man doch ein bisschen zu wenig darauf achtet, dass sie genügend schlafen, dass da ein Stressthema entsteht. Wenn ich also das Gefühl habe, ich muss dem Hund dann auch noch alles Mögliche an Perfektion beibringen oder ich muss ihm viel zu viel von der Welt zeigen oder mein Leben ist zu turbulent, dass er sehr viel verarbeiten muss und es ist vielleicht ein sensiblerer Hund, dann kann das schwierig werden. Also in der Phase überlegt euch bitte, mute ich dem Hund zu viel zu. In der Phase
Und auch in Phase 2 haben wir auch das Thema Druck. Ich gehe jetzt davon aus, dass keiner von euch und keine von euch absichtlich dem Hund Druck zufügt. Für den Hund ist aber etwas schon Druck, was wir noch als völlig normale Interaktion vielleicht bezeichnen. Je sensibler und je unsicherer der Hund ist, desto schneller gerät er unter Druck durch ganz normale Handlungen von uns. Ich nenne mal ein ganz kleines Beispiel. Wenn ich in einer Trainingseinheit mit dem Hund vor einem Bodenhindernis, zum Beispiel vor so, ich habe so Gitter, so Bodengitter, die liegen am Boden, wo der Hund drüber laufen kann, damit er was Ungewohntes unter den Pfoten kennenlernt und keine Angst hat, wenn er dann später mal irgendwo in der Stadt über ein Gitter laufen muss. Und da gibt es Hunde, die stehen anfangs da, so nach dem Motto, nee, da kann ich nicht draufsteigen. Ja? Und je vehementer der Mensch dann lockt und auffordert und zuredet und versucht, den Hund zu motivieren, desto mehr kann es passieren, dass der Hund verweigert, weil er das schon als Druck erlebt. Das heißt, gutes Zureden und Aufmuntern kann beim Hund schon als Erwartungsdruck ankommen. Das wäre schon der erste Druck, den er erlebt. Die zweite Form von Druck ist unsere Körpersprache. Auf die gehe ich jetzt gar nicht genauer ein, über die rede ich eh so oft. Aber ihr wisst ja, sich über den Hund drüber beugen oder selber einfach sehr gestresst und angespannt sein im Körper, kommt beim Hund immer und unweigerlich als Druck an, ob man will oder nicht. Und das Dritte, das ist eine ganz fiese Form von Druck, das ist nämlich der Druck, den wir uns selber machen, alles richtig zu machen, oder der Druck, den wir in uns selber mitbringen von den Erwartungshaltungen, die wir an den Hund haben, wo dann schnell auch mal ein bisschen Frustration bei uns reinkommt, wenn es nicht ganz so läuft, wie wir wollen, gerade in der Grunderziehung. Und beim Üben passiert das ja schnell mal, dass man irgendwas vom Hund verlangt, vielleicht ihn völlig falsch eingeschätzt hat oder unaufmerksam war, und dann macht das verkehrt oder anders, als wir es gewollt haben oder gar nicht. Und man weiß zwar, man soll jetzt nichts sagen, man soll nicht schimpfen, man soll Fehler ignorieren, aber innerlich staut sich das so ein bisschen aus mit. Ja, das ist innerliche Ding. Und das kriegt der Hund natürlich mit. Und Druck ist für die Beziehung immer negativ. Wenn ihr euch überlegt, mit wem seid ihr gern zusammen, bei jemandem, wo ihr das Gefühl habt, ich bin immer so, wie ich bin, willkommen und angenommen und die Leute finden mich toll. Oder bei jemandem, der immer sagt, naja, aber du solltest schon noch da und du solltest da ein bisschen und so tun, ist ganz klar, bei wem man lieber ist. Ja, also das ist in der Phase 1. In der Phase 2, wo wir vermehrt uns mit Auslastung oder Problembewältigung oder Hundesport beschäftigen, steigt die Gefahr der Druckausübung noch mehr, vor allem wenn auch noch Ehrgeiz dazukommt. Und jetzt nicht unbedingt nur der sportliche Ehrgeiz von ich möchte bei Rally Obedience jetzt der Beste sein, sondern vielleicht auch der Ehrgeiz, es muss doch auch bei mir möglich sein, mit meinem Hund an anderen Hunden normal vorbeizugehen, so wie andere das machen. Und es muss doch auch bei meinem Hund möglich sein, dass er was immer auch macht, was man sich so vorstellt, dass alle Hunde so machen. Aber jeder Hund ist individuell. Das heißt, dieser innere Erwartungshaltung und Ehrgeiz ist etwas, was sich wirklich wie schleichendes Gift in der Beziehung verbreitet. Weil der Hund natürlich mitkriegt, dass ihr nicht zufrieden seid mit ihm. Und dann gibt es zwei Arten, wie Hunde auf diesen Druck reagieren. Entweder die weicheren, sensibleren Gemüter, die werden immer unsicherer. Was klar ist, wenn ihr zusammenlebt mit jemandem, wo ihr das Gefühl habt, ich mache immer alles falsch. Das ist nichts, wo man ein gesundes Selbstbewusstsein entwickelt. Ja, also sie werden immer unsicherer, gehen immer schneller ins Meideverhalten, werden zögerlicher und vorsichtiger und trauen sich nicht mehr so recht und fühlen sich klarerweise nicht wohl damit. Oder die robusteren Naturen, die sagen, okay, wenn ich es dir eh nicht recht machen kann, dann pfeife ich drauf, dann hab mich doch lieb, ich mache mein Ding. Das sind die, die dann die Ohren zumachen, auf stur schalten, angeblich unaufmerksam sind und schlecht hören. Dabei haben die nur einfach innerlich abgeschlossen mit diesem ewig nörgelnden Menschen, der da an ihnen dranhängt, oder mit dem häufig unzufriedenen Menschen, und in genau den Situationen, wo der unzufrieden ist oder Druck aufbaut, machen die zu und sind so unerreichbar für einen Menschen. Was natürlich wieder den Menschen sauer werden lässt, worauf der den Druck womöglich noch erhöht. Das Beste wäre ja, wenn man merkt, man wird sauer, dass man einfach sagt, okay, stopp, dann läuft irgendwas total falsch. Entweder bin ich nicht in der richtigen Stimmung oder
Der Hund ist heute nicht in der Verfassung oder ich habe irgendeine Trainingsaufgabe verkehrt angegangen, aber wenn ich sauer wäre, ist das ein Alarmzeichen, dann höre ich einfach sofort auf, damit ich mir nicht auch noch die Beziehung versau und nicht nur die Übung. Also in dieser Phase 2 schaut mal, wo euer Druck und Ehrgeiz drinnen ist und zügelt den Ehrgeiz auch auf der positiven Seite. Ich erlebe ganz häufig Menschen, ich weiß jetzt nicht, wie viele von der Sorte hier sind, die selber großen Spaß am Hundesport haben, weil sie gerne die Gemeinschaft in einer Hundeschule haben oder weil sie gerne auch einen Leistungsnachweis bei einer Prüfung oder einem Turnier erbringen. Im Wesentlichen ist das etwas, was den Menschen dient. Und wenn ihr das wenn ihr das Arbeitsblatt ausgefüllt habt und das kam bei euch vor, dann nehme ich mal an, wer ehrlich hinschaut, hat hingeschrieben, macht mir als Menschen großen Spaß und der Hund macht halt mit. Ja? Der macht so dann den Menschen zuliebe, weil ja, gemeinsame Aktivität ist immer ganz nett, aber es ist vielleicht nicht das, was er sich bevorzugt aussuchen würde. Es hat zum Teil auch mit unserer Wahrnehmung zu tun, was wir als Spaß beim Hund wahrnehmen und wir verwechseln ja oft Anspannung und Erregung mit Spaß und Motivation und sind darauf gepolt, so einen quirligen, aktiven Hund als einen wahrzunehmen, der großen Spaß hat. Und wenn es dann etwas ist, was uns auch Spaß macht, dann fällt es in die Kategorie passt. Ich weiß, vielleicht ist es etwas, was wir nicht unbedingt machen sollten, aber da haben wir beide den meisten Spaß. Während andere Formen, die dem Hund wesentlich mehr liegen, ne? Also zum Beispiel das, was meiner Maroni den größten Spaß gemacht hat, wenn die mal querfeld ein oder querwald ein über Stock und Stein irgendeiner Spur nachlaufen durfte, ohne dass ich sie gebremst habe. An der Schleppleine, weil sie eine Jägerin gewesen wäre sonst. Ich gebe zu, es hat ihr eindeutig mehr Spaß gemacht als mir, weil es natürlich mühsam ist, einem schnell auf einer Spur unterwegs laufenden Hund quer durch den Wald an der Leine hinterherzukommen. Aber es war ihr größter Spaß. Das muss man aber sehen. Ja, das ist etwas, was nicht in dem normalen Repertoire vorkommt, von dem, wie wir Hundespaß definieren. Wir sind ja alle fast schon indoktriniert, wie die Bilder von Spaß beim Hund ausschauen. Das ist immer irgendwelche wilden Spiele oder der Hund rennt und hat in Wirklichkeit ein Stressgesicht. Einen, der sozusagen ohne seine Menschen in der direkten Interaktion mit der Nase am Boden durch die Gegend zischt, nehmen wir nicht unbedingt als den größten Spaßfaktor wahr. Also fragt euch dann nochmal, wo ist wirklich das, was eine gemeinsame Basis am meisten ausmacht. Und es ist völlig okay, mal etwas zu machen, was mehr dem Menschen Spaß macht und mal was zu machen, was mehr dem Hund Spaß macht. Aber es sollte für die Beziehung auch genügend Dinge geben, wo beide auf ihre Kosten kommen. Ja, sonst hat man immer so das Gefühl, man opfert sich für den Hund auf oder der Hund sagt, ach, der schleppt mich immer zu irgendwelchen Dingen hin. Okay, also in der Phase 2 achtet bitte darauf, dass die Auslastung für den Hund wirklich passt. Wir haben ja dazu morgen nochmal das gesonderte Thema, die verschiedenen Typen von Hunden und was für die jeweils passt. Daher gehe ich darauf nicht ein. Aber es muss die zum Hund passende Auslastung sein, in der richtigen Menge, eine geistige Auslastung natürlich und ohne Druck oder Ehrgeiz vom Menschen dahinter. Und in der Phase 3, da waren jetzt sehr viele mit dabei, ist im Mittelpunkt, was machen wir jetzt überhaupt noch? Ja, das ist so ein bisschen eine Beziehung, dann wie ein älteres Ehepaar oder auch ein junges Ehepaar, das schon lang zusammen ist. Man macht ja bei einem Menschen inzwischen nicht umsonst so Dinge wie Date Night oder irgendwas an gemeinsamer Zeit zur Belebung der Beziehung, denn jede Beziehung lebt davon, dass sie eben nicht im Alltagstrott erstarrt, wo man so nebeneinander hintut, sondern wo man bewusst sich um die Beziehung, um gemeinsame Aktivitäten, um gemeinsame qualitätsvoll verbrachte Zeit kümmert. Das heißt jetzt nicht, dass man da stundenlang jeden Tag irgendwas machen muss mit dem Hund. Aber das heißt, dass man so, wie man am Anfang zu viel nicht machen soll, jetzt nicht zu wenig machen soll. Das heißt, Phase 3 ist auch etwas, wo ich mir immer wieder überlegen muss, was mache ich denn mit dem Hund, von dem die Beziehung profitiert? Das heißt, etwas, was dem Hund Spaß macht und was ich irgendwie auf eine freundliche, angenehme Art machen kann. Da bietet sich klarerweise die geistige Auslastung an, weil das ist etwas, was der Mensch mit dem Hund gemeinsam macht.
oder irgendwelche kleinen Kunststückchen oder so, aber eben immer mal wieder was Neues. Und was ich da beobachte, ist, dass man selber so schnell in eine Routine verfällt. Spazieren gehen, 3 Kekse verstecken, am Abend noch das eine Kunststück oder das zweite Kunststück, das der Hund schon im Schlaf kann, aber er macht es halt immer noch gern. Und das war's dann. Und es gibt vielleicht manche Hunde, die sagen, ja, okay, reicht mir eh. Sie würden sich aber auch freuen, wenn hin und wieder was Neues dazu kommt. Aber es gibt eindeutig andere Hunde, denen es nicht reicht. Und da habe ich dann wieder zwei unterschiedliche Reaktionsweisen. Die seltenere ist, dass der Hund dann hibbelig und unruhig wird und Stress aufbaut. Das sind so eher jene Hunde, die generell viel geistige Arbeit brauchen, so Kopfarbeit brauchen, die Hütehunde zum Beispiel, die auch mit 7 oder 8 Jahren man nicht einfach so nebenbei laufen lassen kann. Die meisten Hunde aber, die ich kenne, gehen so in eine gewisse innere Emigration. Die sagen, ja, okay, mehr ist halt nicht, ich bin nicht groß auffällig, was immer fatal ist, weil wir kümmern uns um den Hund dann, wenn er irgendwie auffällig wird. Und ich lebe halt so ein bisschen phlegmatisch vor mich hin, aber das Leben könnte auch eigentlich schon ein bisschen mehr Freude machen und mehr Spaß machen und anspruchsvoller sein. Ja? Also überlegt mal, wenn ihr euch in Phase 3 eingeordnet habt, was macht ihr denn noch mit dem Hund, was eurer Beziehung dient und was den Hund dann auch wach am Leben teilhaben lässt, außer dass er halt seinen Spaziergang hat. So, das war es jetzt mal von meiner Seite als Input, ein bisschen länger geworden als gedacht. Und ich mache jetzt die Runde auf für Fragen, die ihr mir bitte im Chat eingebt oder wenn es eine Frage ist, die so lange zu schreiben wäre, dass ihr es in 3 Sätzen mit einer akuten Wortmeldung einfacher gemacht habt, dann bitte auch eingeben, nur Wortmeldung, dann kann ich euch da rein aufrufen. So, da haben wir eine Frage zur Technik, die kann ich jetzt gar nicht beantworten. Die Romana fragt, wie schafft man es, einen anderen freilaufenden Hund zu verjagen? Romana, das ist so ganz und gar nicht Thema heute. Daher nur ganz kurz, stell dich dazwischen, schau, dass dein Hund hinter dir bleibt und halt ihn physisch oder mit Leckerli werfen von dir weg. Ist Buddeln als Beschäftigung okay? Wenn das eine Beschäftigung ist an einer Stelle, wo es okay ist, also wo dir der Hund nicht den Garten umgräbt, ja, vorausgesetzt, und das ist jetzt das große Aber, vorausgesetzt, er kippt dabei nicht völlig so in eine Hysterie rein. Es gibt Hunde, die knallen so richtig aus, die sind vollkommen unansprechbar, die stressen sich richtig rein beim Buddeln, weil sie in ein Jagdfieber geraten, weil sie buddeln ja nicht einfach, weil es lustig ist, in der Erde zu buddeln, sondern weil sie irgendein Beutetier unterm Boden geortet haben und dann richtig ins Jagdfieber gehen, und das würde ich nicht zulassen. Also es ist ein Unterschied, ob der Hund sagt, ich buddel jetzt am Strand im Sand, weil es gerade lustig ist, oder ich ein Hölzchen vergraben möchte, kein Thema, oder ich buddel im Garten eine Ecke, weil ich einfach gern buddel, oder ob er auf Jagd geht und wie ein Irrer dann anfängt, den Mäusegängen hinterher zu buddeln. Dann war die Frage von der Cosima, in welche Phase gehören Dinge wie Fußlaufen, Rückruf etc.? Das wäre bei mir alles in der Phase 1 in der Erziehung, also alles, wo ich die Grunderziehungsdinge drinnen habe. Oder aber es kann natürlich dann in den anderen Phasen noch vorkommen. Meistens kommt es in der Phase 2 noch als regelmäßige Übungen vor, wo ich sage, ja, beim Spazierengehen übe ich den Rückruf noch ein paar Mal, um den lebendig zu halten. Robert fragt, kann ich die Überforderung aus dem ersten Jahr beziehungsweise den ersten 14 Monaten wieder rückgängig machen? Charlie, Australian Shepherd, alles klar. Die Überforderung als solche, also rückgängig machen gibt es leider nicht, sondern Reset-Button beim Hund existiert nicht. Was man machen kann, ist erstens, oder was man auch machen sollte, den Stresspegel, der aufgebaut wird, ist einfach der Pegel an Stresshormone, den kann man abbauen wieder. Das dauert eine Zeit, braucht ein strukturiertes Anti-Stress-Programm normalerweise, ist aber gut machbar. Das wäre dann zum Beispiel mit dem Kurs Cooler Hund, den ja einige von euch auch kennen, oder einem anderen Anti-Stress-Programm, das du dir suchst. Das, was der Hund meistens auch lernen muss, und das ist eine schwierigere Aufgabe bei allen Hunden, die zu früh, zu stark gefordert wurden und von sich auch so eine Arbeitsneigung mitbringen, die haben dann oft dieses
Ich kriege Anerkennung über Aktivität und daher kann ich gar nicht mehr ruhig halten, jenseits vom reinen Stressproblem mit dabei. Die müssen dann Entspannung erst wirklich wieder lernen und da ist das Vernünftigste, dass man eine Zeit lang ganz wenig mit denen macht, was nicht heißt nichts machen, aber wenig von der Menge her, dafür aber geistig anspruchsvoll und dann ganz bewusst parallel dazu Entspannung übt. Ich habe zum Beispiel schon Trainingsstunden mit solchen Hunden gemacht, wo wir, also der Mensch und ich mit dem Hund im Gelände waren und wir am Anfang 2 Minuten Suchaufgabe gemacht haben und dann bestand die Aufgabe für den Hund, beschäftige dich jetzt mal 20 Minuten still. Das heißt, geh rum, schnüffel rum, was jeder normale Hund machen würde. So, okay, keine Aufgabe, dann gehe ich mal alles abschnüffeln, alles absuchen. Das ist ein riesiges Gelände, das sind 7000 Quadratmeter, kein Thema. Und ganz viele Hunde schaffen das vielleicht 30 Sekunden oder eine Minute, von denen, die da so übermäßig gefordert wurden. Also die müssen das oft extra lernen. So, jetzt habe ich ein bisschen den Überblick schon fast verloren, weil so viele Fragen gekommen sind. Ich versuche es nämlich der Reihe nach zu machen, damit ich niemanden vergesse, was jetzt echt nicht leicht ist. Okay. Vielleicht Phase 1 und Phase 2 nach einer Zeit parallel, fragt die Susanne. Ich würde das nicht so sehen. Für mich ist Phase 1 Grunderziehung und der Aufbau. Da ist ja jede Übung am Anfang noch neu und die Lebensumgebung ist für den Hund am Anfang auch noch neu. In der Phase 2 kennt das schon alles. Es wird vielleicht noch weiter geübt oder ein bisschen perfektioniert oder gefestigt oder man geht eben mehr in Richtung Hundesport oder Auslastung. Aber alles, wo so der Neuigkeitsfaktor schon für Kopfarbeit gesorgt hat, ist eigentlich schon abgehackt. Das heißt, deswegen wird in dieser Phase dann Auslastung bewusst zu einem Thema, weil sie nicht mehr automatisch passiert, wie es in der Phase 1 über eine bestimmte Zeit lang gelaufen ist. So. Wie oder woran erkenne ich, ob dem Hund die jeweilige Beschäftigung richtig Spaß macht? Im Wesentlichen, das ist, Namen kann ich jetzt nicht dazu sagen. My Phone ist halt irgendwie ein bisschen generisch. Hauptsächlich merkst du es am Ausdrucksverhalten des Hundes, also an der Mimik und der Körperhaltung. Und wenn du merkst es auch daran, wenn du anfängst damit, also wenn der Hund im Moment denkt, ah, jetzt passiert wieder das, ob dann die Begeisterung da ist oder nicht. Ja, also wenn der Hund sagt, okay, wir üben jetzt Rückruf und sie hat nur Trockenkekse dabei, merkt man ihm die Lustlosigkeit sehr schnell an. Wenn die Übung besteht aus, wir machen Versteckspiel und sie hat Hühnchenfleisch dabei, schaut die Sache ganz anders aus. Falls dich die Hundesprache und das Ausdrucksverhalten genauer interessiert, ich habe einen Online-Kurs dazu. Ich habe eigentlich so ziemlich zu allen Themen inzwischen Online-Kurse, also erwähne ich hin und wieder mal einen. Die Gabi schreibt, Läufigkeit sehr stressanfällig, arbeitet nur ohne Ablenkung. Während der Läufigkeit würde ich keine Ablenkungen und auch gar nicht so großartiges Übungsprogramm machen. Da braucht der Hund Ruhe und ich würde nur die Dinge machen, die eher in die stressabbauende Wirkung haben und in die geistige Auslastung fallen. Sorry. Und ich würde erst später, wenn der Stress der Läufigkeit abgebaut ist, dann wieder zusätzliche Schwierigkeiten, wie zum Beispiel Übungen mit Ablenkungen, dazu nehmen. Okay. Thomas schreibt, damit Training mit Suchaufgaben und kurzen Wurfeinheiten kombinieren oder erst nur suchen lassen. Unbedingt am Anfang nur suchen lassen. Und zwar deswegen, weil ein Hund mit jeder Situation oder Aufgabe eine Emotion mitkonditioniert. Das ist etwas, das läuft immer mit. Und wenn ich in die Aufgabe von Anfang an hinein trainiere, große Aufregung, da fliegt was durch die Luft, boah, dann braucht das Dummy nur auftauchen oder der Ball oder das Stöckchen, ist egal. Und der Hund flippt schon aus, obwohl ich es eigentlich nur verstecken wollte. Das heißt, ich mache es immer so, dass ich zuerst das ruhige Suchen und Bringen trainiere. Danach dann ein geworfenes Teil zu suchen und zu bringen, ist nie eine Schwierigkeit. Aber wenn der Hund zuerst lernt, geworfene Dinge zu apportieren, dann geht er zuerst sowieso nur übers Auge auf die Bewegung und fährt sich hoch und hat eine konditionierte Aufregung mit dabei, die der Aufgabe selber schädlich ist. Die Angela kann gerade den coolen Hund empfehlen, der hilft mega, das freut mich sehr, Angela.
Die Kerstin schreibt, 2 Jahre alter Podenko, immer die Nase am Boden und schnüffelt, wirkt dann aufgeregt und wuselig. Ihn konzentriert bei Fuß gehen lassen, geht gar nicht, nur mit Druck was tun. Dieses Extremschnüffeln kann ein Anzeichen von starkem Stress sein. Ich habe in meinem Blog mal einen Artikel dazu geschrieben. Wenn du vielleicht reingehen magst auf denktier.at Blog, also / Blog, da gibt es dann rechts unten eine Suchfunktion und da gibt ein Extremschnüffeln, dann kommt dieser Artikel mal raus mit ein paar Tipps dazu. Es kann natürlich auch sein, dass er, wenn es ein Podenko ist, ein Jagdverhalten hat und das aufgeregte, wuselige Verhalten mit Gerüchen von Beutetieren zu tun hat. Auch dann wäre aber jedenfalls der wichtige erste Schritt mal, dass du da überhaupt Ruhe reinbringst. Das heißt, dass der vorhandene Stresspegel runter muss, damit der Hund dann zumindest normal an der Leine gehen kann wieder. Fußgehen ist ja sowieso eine Übung. Vielleicht sollte ich das jetzt nochmal klarstellen. Fußgehen, wo der Hund auf Höhe des Menschen geht, ist etwas extrem Anstrengendes. Ich muss da nur jemanden stumm schalten, was nur für kurze Strecken vom Hund gemacht werden kann, weil es sonst extrem belastend wird. Das heißt, so 10, 20 Meter mal über die Straße bei einer Begegnung vorbeigehen oder so, das geht ganz gut. Mehr funktioniert nur mit großen Anforderungen an den Hund, die der gestresste Hund schon gar nicht erbringen kann. Wichtig wäre aber, dass er an lockerer Leine gehen kann. Und lockere Leine heißt, die Leine kann 2 Meter oder 20 Meter lang sein. Das ist ganz egal, aber der Hund hat gelernt, nur so zu gehen dran, dass die immer durchhängt, ohne zu spannen. Das wäre dann nochmal eigenes Leinentraining, das ja in Phase 1 Thema ist. Die Silke, nachdem sie 8 Monate war, kam Corona und ist nun ist nur oben auf, nachdem nun alles wieder normal ist, ist sie überfordert. Ja. Die Schwierigkeit ist meistens, dass mit 8 Monaten sowieso eine Phase ist, wo Hunde schnell mal in den Stress geraten. Das heißt, wo eigentlich Stressabbau notwendig wäre, weil die Pubertät, die Hormonumstellung und der in den ersten Lebensmonaten angestaute Stress bei so einem sensiblen Hund wie einem Briar durchschlagen. Wenn dann noch die veränderte Umgebung nach Corona eine Rolle mitspielt, macht das den Stresspegel noch höher. Das heißt, ich würde zuerst auch da mal den Stresspegel abbauen. Sabine, unsere Traudel ist gleich alt, Podenko, und die Frage, wie die von den 2 oben drüber. Okay, hoffe ich, dass ich damit schon mit beantwortet habe. Die Barbara fragt nochmal, wie oder wo bekomme ich Anregungen für langweilige Phase 3-Hunde? Die Dream Teams, okay, das ist die Aufforderung zur Werbeeinschaltung. Die Dream Teams sind ein Abo-Programm, das bei mir läuft, wo man jede Woche eine neue Aufgabe bekommt. Ein Brain Game, eine Bindungsübung, eine Trainingschallenge oder ein Webinar. Und, das ist der große Knüller dabei, wenn man das Abo bucht, bekommt man damit automatisch Zugang zu einer Kursplattform, wo alle Aufgaben der letzten Jahre, und ich habe damit 2018, glaube ich, begonnen, drauf sind. Das heißt, ihr habt von 4,5 Jahren fast, von gut 4 Jahren Aufgaben und Ideen und Anregungen und Übungen alle drauf und habt freie Wahl und könnt euch da alles raussuchen, was für euch gerade passt. Vielleicht sollte ich das kurz in den Chat reingeben, die Infos zum Dream Team. Ich versuche da jetzt gerade parallel den Link rein zu tippen und hoffe, ich habe den richtigen. Okay. Also denkt hier at/Dreamteams. Ich starte immer so einmal im Frühjahr so eine neue Runde, wo wir neue Mitglieder aufnehmen. Daher gibt es das jetzt gerade noch die Woche zum alten Preis. Dadurch, dass dauernd neue Aufgaben dazukommen, steigt der Preis jedes Jahr ein bisschen. Schaut euch einfach mal an, ob das nicht genau das Richtige für euch sein könnte. Zwischendurch an die Susanne, danke fürs Posten von dem Link zum Artikel im Extremschnüffeln. Und auch weil wir gerade so bei der Verkaufsecke sind, die Silke schreibt, sie würde gerne den Kurs Cooler Hund buchen, hat aber kein PayPal. Es gibt die Varianten, über PayPal zu bezahlen oder über Kreditkarte. Das heißt, wenn ihr nicht gleich direkt auf PayPal buchen klickt, sondern weitergeht zur Kasse, kann man dort die Kreditkarte noch machen oder aber
Es gibt auf der Shop-Seite, also auf denktier.at/shop, im Text oben meine Kontonummer. Ihr könnt es auch ganz normal per Überweisung machen und mir dann aber ein E-Mail schicken, damit ich euch händisch zu dem Kurs aufnehmen kann. Das geht dann nicht mehr automatisch. So. Die Frage von der Ilona war, erfahren wir hier etwas mehr über geistige Auslastung? Ich habe heute mal die drei Phasen als Modell vorgestellt. Morgen ist das Thema die 6 verschiedenen Typen von Hunden, wie geistige Auslastung ausschaut. Das genaue Wie und welche Übungsanleitung oder so du hast, da gibt es andere Formate. Vielleicht mache ich auch zum Thema auch nochmal ein extra Webinar mit genauerer Information dazu demnächst mal. Aber morgen geht es mal um über die Hundetypen und ihre geistige Auslastung. So, dann schaue ich nochmal. Da, Thomas, wenn der Hund gut auf den Rückruf reagiert, ist dann actionreiche Bestätigung, zum Beispiel Felldame, sinnvoll als nur Futterbelohnung oder variieren? Also ich vertrete immer so die These, dass ich lieber einen Hund habe, der klar im Kopf ist und der den Rückruf so gut trainiert hat, dass er gerne kommt, weil die Übung selber schon so eine nette Atmosphäre erzeugt. Also der kommt gern und begeistert auf mich zugelaufen, weil ich das nämlich am Anfang in den Rückruf hinein trainiert habe. Und er bekommt eine Belohnung, aber ich muss dann nicht noch zusätzlich hochputschen. Zum Beispiel, was ja manche machen, indem sie dann irgendwas werfen als Belohnung von sich weg. Vor allem, weil ich nicht möchte, dass der Hund dann durch das Herrennen, was eh schon ein bisschen eine Aktivierung bedeutet, und dann noch mehr Rennen, sich hochputscht und mir dann vielleicht beim 5. Rückruf danach nicht mehr so gut kommt, einfach weil er schon ein bisschen überdreht. Was ich gerne mache, ist, dass ich die Futterbelohnung variiere und dass ich auch immer ein paar speziell tolle Leckerli mit dabei habe, falls nämlich der Hund aus einer ganz schwierigen Situation sich abrufen lässt. Sagen wir, es springt wirklich ein Reh vor uns auf und der Hund macht einen Haken kehrt und kommt sofort her. Dann möchte ich das besser belohnen können, als wenn ich einfach nur übungshalber einmal gerufen habe. Für solche Ausnahmefälle, wenn ich gerade nichts Tolles dabei habe, nehme ich auch mal eine ganze Handvoll von den ganz normalen Leckerchen. So, dann schauen wir mal, wo die nächsten Fragen sind. Wird der Kurs zur Körpersprache und Mimik noch angeboten? Ich sehe das auf der Homepage. Vielleicht kannst du den Link in den Chat schreiben. Vielleicht mag eine von euch oder einer von euch den Link reinschreiben, weil den kann ich nicht auswendig. Und ich kann jetzt nicht parallel da weiter Fragen beantworten und herumsurfen auf meiner Homepage. Den Kurs gibt es laufend. Ja, der hat zwar jetzt gerade einen Live-Durchgang gehabt, was hieß, dass mehr los ist in der Facebook-Gruppe zum Kurs und dass das Webinar dazu live war, wenn ich mich richtig erinnere. Aber den Kurs kann man jederzeit buchen. Und vielleicht gibt es ja irgendjemanden, das ist der Kurs Hundesprache verstehen, glaube ich. Ja, Hundesprache verstehen. Falls jemand den findet, sonst einfach auf denktier.at/shop gehen, dort ist er zu finden. Der Robert schreibt, ist Frisbee mit 14 Monaten gut, wenn der Hund auch jagdorientiert ist? Es macht ihm Spaß, glaube ich, aber ich bin unsicher. Frisbee, genauso wie andere Formen von Wurfspielen, zählen zu den Beschäftigungsformen, die extrem hoch pushen, weil der Hund dabei sehr viel an Adrenalin und Cortisol produziert. Das ist ein richtiger Schub, weil sie aus dem Jagdverhalten kommt. Gerade wenn ich einen Hund habe, der jagdlich motiviert ist, möchte ich das Hetzverhalten eben nicht fördern. Das heißt, ich achte peinlich genau in meinem Anti-Jagd-Training, dass solche Hunde erst ja nicht ins Hetzen kommen, weil das Hetzen setzt dann immer in die Impulskontrolle herab und gibt zu so diesen geilen Bestätigungskick fürs Jagdverhalten. Weil Hetzen, also auch einem Frisbee hinterherhetzen, kommt ja aus dem Jagdverhalten. Wenn er noch dazu jetzt 14 Monate alt ist, habt ihr vermutlich sowieso eher ein Problem mit ein bisschen Übererregung, ein bisschen zu aufgeregt, ein bisschen zu aufgedreht. Da würde ich definitiv nicht Frisbee spielen. Und es steckt manchmal die Idee dahinter, dass man versucht, den Hund dadurch müde zu kriegen und auszupowern. Der Effekt ist aber in Wirklichkeit nur, dass er aufgedrehter wird, dass er körperliche Kondition aufbaut, aber nicht müde wird. Wirklich müde kriege ich so einen Hund nur über geistige Auslastung, also Kopfarbeit. Und wenn, weil du auch sagst, es macht ihm, glaube ich, Spaß, aber ich bin mir unsicher.
Das Problem ist, dass Spaß und Stress sehr ähnlich ausschauen. In beiden Fällen hat der Hund, die Mimik des Hundes sieht dann so aus, dass die Augen ein bisschen weiter geöffnet sind und das Maul leicht geöffnet ist. Aber die Anspannung ist der große Unterschied. Wenn ihr so einen Faltenwurf im Maulwinkel sehen könnt oder Falten unter den Augen oder ein bisschen so weißer Sabber an den Läpfen auftaucht, ist das jedenfalls schon deutlicher Stress. Und ich wette, wenn du zwei Frisbee geworfen hast, dein Hund schon in dieser Stressmimik drinnen ist. Danke, die Susanne, die sich ja gerade als meine Assistentin hier heute etabliert und dauernd die Links postet. Ganz herzlichen Dank, Susanne. Die Claudia Pfeiffer fragt, in welchem Kurs ist die Körpersprache des Menschen das Thema? Das ist der Kurs Hilft einem Hund. So. Ich sehe jetzt gerade keine Fragen mehr. Wenn ich eine übersehen habe, bitte nochmal eingeben oder auch gerne ganz schnell mit, da kommen noch. Wenn Boas frei laufen darf oder sich selber einen Ast aussucht, bekommt er einen Tänzelgang. Ja. Es gibt Hunde, die machen es auch total gern, dass sie dann Äste rumschleppen oder rumtragen und so ein bisschen auf Imponiergehabe machen, ist alles gut. Ja. Mit den alten Hunden, fragt die Gabi, 11 und 14, mache ich Cavaletti und Suchspiele, verstecke manche Sachen. Suchspiele finde ich immer gut, vorausgesetzt, sie sind schwierig genug. Wenn du ein Suchspiel machst, wo der Hund weniger als 30 Sekunden lang mit dem Suchen beschäftigt ist oder wenn du das seit Jahren machst und die Entfernung ist immer noch nicht größer als 15 Meter, dann ist es viel zu leicht. Und das Problem ist, dass wir Menschen uns das nicht vorstellen können, wie gut die Hundenase ist und daher die Suchspiele nach den ersten paar Malen meistens zu leicht machen. Cavaletti würde ich persönlich eher variieren mit unterschiedlichen Bodenhindernissen, damit es nicht so eintönig ist, auch vom Bewegungsablauf. Vielleicht macht ihr das sowieso auf die Art und Weise alles, wo geschickte Bewegung, langsames, koordiniertes Gehen gefordert ist, zählt auch zu einer Auslastung und finde ich gerade für ältere Hunde eine gute Sache. Kerstin, das Ast rumtragen macht der Hund ja freiwillig und würde er nicht machen, wenn es keinen Spaß machen würde. Und wenn sie diesen Tänzeln Gang kriegen, das ist so ein bisschen mehr Anspannung als normal, die ja auf den Spaß auch hinweist. Das ist im grünen Bereich. So, ich glaube, jetzt war dann nichts mehr. Sabine, ich versuche das zusammenzufassen, weil es relativ lang ist. Die Hündin ist seit 2,5 Monaten da. Wirkt entspannt im Wald, aber unsicher im Garten. Bleibt lieber im Haus. Hat möglicherweise Respekt vor der Katze. Wie das genau einzuordnen ist, Sabine, kann ich jetzt mit der vorhandenen Information nicht wirklich seriös beantworten. Müsste man sich genauer anschauen. Wenn sie im Freien sich frei und locker bewegt, wenn sie im Haus frei und locker sich bewegt und nur der Garten das Problem ist, würde ich davon ausgehen, dass im Garten sie negative Erfahrungen gemacht hat oder vor irgendetwas Angst hat. Das kann die Katze sein. Das müsste man sich genauer anschauen und ob das irgendwie Sinn macht, mit der Katze zu trainieren oder den Garten zu meiden oder was die Möglichkeiten wären, das wäre ehrlich gestanden ein Thema eher für eine genauere Beratung. Das sprengt jetzt hier ein bisschen den Rahmen und es wäre unseriös, wenn ich dir da jetzt Tipps gebe und sage, mach doch mal nur so und so und so. Das Einzige, was ich dir sagen kann, beobachte mal, ob es einen Unterschied gibt, ob der Garten zu bestimmten Phasen leichter geht und zu anderen schwerer und ob das korreliert damit, ob die Katze gerade da war oder nicht. Ja? Und ich weiß jetzt auch nicht, ob die Katze im Haus drinnen ist. Wenn es an der Katze im Garten liegt und die Katze ist auch im Haus, dann ist irgendwas unstimmig, dann muss das was anderes sein. Die Cosima sagt, sie muss los. Nicht nur du, nehme ich an, Cosima, weil das Ganze hat jetzt schon eine Stunde gedauert. Ich würde daher sagen, wir machen an der Stelle für heute Schluss. Es geht ja morgen weiter. Morgen verstärkt mit dem Thema, welche Form der geistigen Auslastung passt für welchen Hundetypen. Da gibt es 6 verschiedene Typen. Wenn jemand zur heutigen Diskussion noch Fragen hat, könnt ihr mir da jederzeit in der Facebook-Gruppe die Fragen direkt unter der Videoaufzeichnung dann dort eingeben oder per Mail schicken, wenn ihr nicht auf Facebook seid. Ich sage herzlichen Dank für heute, dass ihr mit dabei wart.
und so zahlreich bis zum Ende auch geblieben seid und wünsche euch noch einen schönen Abend allseits. Bis dann. Tschüss.